Ja, hallo, hier ist Hans-Martin Vogel vom Bett für Poker. Ich sitze hier am Pool im schönen Palazzo Hotel in Vegas, wo Betfair 60 Qualifier nach Vegas geschickt hat. Und laut der Gewinner von Free Rolls und ist eine super Sache jetzt. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir ja ein bisschen mit der Polizei vom Palazzo in Twist gekommen. Der junge Mann hat seine Aufgabe offensichtlich sehr, sehr ernst genommen und hat uns um Punkt 8 Uhr vom Pool verwiesen. Und nun sind wir hier im Sportsbook vom Palazzo Hotel. Hier kann man auf Gott und die Welt wetten, genauso wie bei Betfair, aber die Quoten sind hier mit Sicherheit nicht so gut wie bei Betfair. Was ich jetzt die letzten Tage erlebt habe, war eine super Zeit hier in Vegas. Hatte zwar ein bisschen Pech, als ich ankam, habe mein Gepäck leider seit 9 Tagen verloren, kam leider mit der Airline nicht an. Als ich einen Zwischenstopp in Philadelphia hatte, muss man ja immer von den USA auschecken, wieder einchecken, und da habe ich noch mein Gepäck gehabt. Als ich dann in Las Vegas aufgekreuzt bin, war das Gepäck weg. Nun seit 9 Tagen ohne Gepäck unterwegs und muss halt jeden Tag jetzt zum Shoppen gehen, aber eine lustige Geschichte war es trotzdem. Als ich den ersten Tag einen Anruf gekriegt habe, ja, Herr Vogel, wir haben Ihr Gepäck gefunden. Ich habe mich natürlich schon herrlich gefreut, ja. Kommt das Gepäck im Hotel an, dann auf einmal ist es nicht mein Koffer, sondern eine Reisetasche. Ja. Die Reisetasche dann gehörte einem jungen Mann offensichtlich aus Nürnberg, der in einer Hans-Sowieso-Straße wohnt. Ja gut, ich sagte ihnen halt, dass die Straße draufsteht und nicht mein Name. Ja. Dann haben sie es wieder mitgenommen, haben sich 1000 Mal entschuldigt. Am nächsten Tag kriege ich wieder einen Anruf. Ja, jetzt hätten wir Ihre Tasche gefunden. Ja, ich so optimal. Freue mich wieder. Die Tasche wird geliefert und Überraschung, es ist die gleiche Tasche wie am Tag vorher. Und nun schaue ich mir die Tasche nochmal genauer an, um zu sehen, wem die gehört. Ja, nochmal, und drehe dabei einen Zettel um und da steht auf dem Zettel halt so groß und breit drauf: This is not Hans Vogels bag. Ja. Und naja, seitdem ist nicht aufgekreuzt. Halb so schlimm, sind ja überall in Las Vegas schöne Shopping-Malls und so kann man sich ja dann immer wieder einkleiden mit den nötigsten und auch schöne Sachen. Und von dem her passt es eh. Und nun lassen wir von dem natürlich nicht die Stimmung versauen. Also ist insgesamt eine super Sache hier in Vegas. Und 60 Qualifikanten vom Betfair aus allen Herren Ländern sind hier. Super Rahmenprogramm, wie man es vom Betfair eben kennt. Gestern Abend schon nettes Zusammensein gehabt. Dann das Turnier eben auch gespielt. Da bin ich dann leider im letzten Level des Tages dann rausgeflogen. Jetzt dann steht gleich das Team Betfair Dinner auf dem Programm mit leckerem Steakessen. Morgen geht es dann in einen der meist angesagten Clubs hier in Las Vegas, im Surrender Club, im Wynn Hotel. Da haben wir 2 so kleine Villas gemietet, also wirklich so richtig coole Sache wird das mit Sicherheit werden. Dann Free Drinks, Free Food und alles vom Feinsten, also wird mit Sicherheit cool. Und Highlight des ganzen Trips wird, glaube ich, dann das Partyboot auf dem Lake Mead, so am letzten Tag. Kann man nochmal den ganzen Trip Revue passieren lassen mit Jetski fahren und Grillparty und allem. Also wird richtig coole Sache, wie man es eben schon gewohnt ist. Im Main Event sind auch noch 8 Leute vertreten vom Betfair. Side Event hier, Tausender. Und fürs Main Event selbst haben sich auch nochmal 15 Leute qualifiziert. Also ist richtig coole Truppe hier in Vegas. Hotel ist super, Entertainment 1A. Also bleibt kein Wunsch unerfüllt hier, wie man es sich in den Träumen ausmalt. Also ich hoffe, wir haben noch ein paar Mal die Gelegenheit, euch zu berichten hier von Vegas, und ich sende euch beste Wünsche nach Deutschland. Habt viel Spaß und wir hören uns wieder. Ciao.